Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen und Servusla. Heute gibt es das versprochene Video über die Duftlampen, ja. Ich habe es leider nicht eher geschafft, ich habe letzte Woche noch ganz schön viel zu tun gehabt, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und deswegen gibt es heute das lang ersehnte Video. Übers Wachs habe ich euch ja das letzte Mal schon ein bisschen was erzählt und heute soll es um unsere tollen elektrischen Duftlampen gehen, ja. Was ist daran so besonders, außer dass sie die tollsten, schönsten, geilsten Lampen ever sind, zeige ich euch. Ja, ich habe euch mal ein paar Stellvertreter mitgebracht. Es gibt übrigens über 60 verschiedene Duftlampen. Also da ist für jeden Geschmack, für jeden Einrichtungsstil ist da das Passende dabei. Dann fangen wir mal an mit unserer Be Kind. Die ist jetzt aus sandgestrahltem Porzellan. Ganz cooles Teil. Sehr, sehr schlicht. Be kind. Also das heißt so viel wie sei eine Marke, ja, sagen wir auf Fränkisch immer. Das ist ein Marken, ja. Jeder ist ein Unikat und so ist es auch bei unseren Duftlampen, ja. Jede Duftlampe wird handgefertigt. Ja, also das ist nicht so Massenware, Massenproduktion, dass von einer Duftlampe 10.000 Stück in der Stunde vom Band laufen. Nein. Da sitzen immer noch richtige Menschen da, die das von Hand fertigen. Ja, es gibt lebenslange Garantie auf alles, was die Technik anbelangt. Ja, das heißt, sollte mal der An- und Ausschalter vielleicht nicht mehr funktionieren oder bei unseren Lampen mit Wärmeplatte die Wärmeplatte irgendwann nicht mehr funktionieren und das Wachs wird nicht mehr flüssig, dann kriegt ihr einfach die Lampe ausgetauscht. Sollte es so sein, dass die Lampe zu der Zeit dann nicht mehr im Sortiment ist, ja, kann ja auch sein. Wir haben ja zweimal im Jahr Saisonwechsel. Da gehen immer ein paar Lampen wieder raus und ein paar neue Lampen wieder rein, weil sonst hätten wir wahrscheinlich irgendwann 50.000 Stück. Dann könnte sich überhaupt keiner mehr entscheiden. Ja, ist ja so schon oft immer so die Qual der Wahl. Sollte das so sein, dann bekommt ihr von Sensi einen Gutschein in dem Wert, wie eure Lampe damals gekostet hat. Ja, also, jetzt kommen wir mal zum Prinzip, wie die überhaupt funktionieren, ja, bevor ich da schon wieder ausschweifend werde. In den meisten Lampen ist eine Glühbirne drin. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so 20 Watt oder 25 Watt. Ja, das sind Glühbirnen, die nicht so ganz, 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 ganz arg heiß werden. Es können leider keine LED-Glühbirnen sein, weil die wären zu lasch. Die würden euch das Wachs nicht schmelzen. Ja? Deswegen sind es immer noch ganz normale Wärmeglühbirnen, die euch das Wachs dann praktisch zum Schmelzen bringen. Ja? So sieht die zum Beispiel aus, wenn sie leuchtet. Die finde ich auch wunderschön. Schön schlicht. Hat auch hinten ein paar so Löcher. Ne? Also wenn das praktisch an einer Wand steht, habt ihr da auch ein schönes Muster. Ihr seht es vielleicht an meinem Arm. Funktioniert natürlich wieder nicht so, wie ich mir das denke. Aber ihr könnt euch das vorstellen, ne? Auf einer Kommode, wo dann die Wand dahinter ist, dann macht ihr euch ein schönes Muster an die Wand. Die Glühbirne erwärmt dann praktisch das Wachs, das hier oben drinnen ist, in der Schale. Das Wachs wird flüssig und gibt dann den Duft frei. Ja? Also die Lampen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, die werden so um die 55 Grad warm. Es gibt auch Glaslampen, die werden noch einen Ticken wärmer. Da bewegen wir uns dann so um die 60 Grad. Aber das ist natürlich immer noch kein Vergleich zu einer Kerze. Also man kann sich hier wirklich nicht verbrennen. Man kann die Lampen auch 24/7 on lassen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich gehöre ja zu der Fraktion, die, wenn sie aus dem Haus geht, noch fünfmal wieder rein geht und überlegt, ist jetzt der Herd wirklich aus? Mensch, habe ich jetzt den Herd ausgeschalten? Das hat man halt hier überhaupt nicht. Ne? Bei einer Kerze ist es natürlich so, da sollte man das Haus nicht verlassen, ja, wenn die Kerze noch an ist. Oder gerade wenn man kleine Kinder hat, da kannst du ja eigentlich nicht einmal aus dem Raum raus, ne, wenn eine Kerze irgendwo an ist und ein kleines Kind wuselt da irgendwo rum. Also ich persönlich hätte da keine Ruhe. Ne? Hier habt ihr die sichere Alternative zur Duftkerze. Wie gesagt, wir bewegen uns zwischen 55 und ein paar 60 Grad im Höchstfall, sage ich jetzt mal. Und ja, wenn man natürlich eine halbe Stunde lang diesen hier macht, wird man wahrscheinlich auch irgendwann einmal heiße Hände kriegen, das ist ganz klar, aber das macht ja keiner. Ne? So, das war mal die Be Kind.
Von der Funktionsweise sind sie alle gleich. Manchmal ist auch die Schale fest integriert. Gibt es auch. Da kann man die Schale nicht abnehmen, da ist die fest mit integriert. Aber vom Funktionellen her sind sie alle gleich. Dann habe ich euch mal unsere Glissen mitgebracht. Das ist schon wieder ein was Spezielleres für unsere Bling-Bling-Fans, sage ich immer. Ja, da ist da unten, das ist alles ein wenig so in Gold gehalten und da oben in Silber. Das sind so Glitzer, ich sage immer wie Glitzer-Konfetti. Ja, ich denke mal, dass die Lampe so hergestellt wird. Ich habe schon mal ein Video, ein Produktionsvideo gesehen. Zwar nicht von der, aber ich kann es mir vorstellen, dass diese Lampe praktisch in so Glitzer-Konfetti eingetaucht wird. Ja, total cool gemacht. Auch wieder mit Glühbirne, auch wieder mit Schälchen. Also das System ist immer gleich bei den Duftlampen. Ich schalte sie euch auch immer an. Ja, jetzt auch was ganz, ganz Schönes. Na, also da findet wirklich jeder Topf seinen Deckel, sage ich immer. Jeder Einrichtungsstil findet da das Passende. Obwohl ich ja so bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich stelle mir auch einmal eine Lampe hin, die jetzt nicht tausendprozentig zu meinen Möbeln passt, einfach weil mir die so arg gefällt. Ja? Aber ich weiß, es gibt die ganz, ganz akribischen. Da muss das der und der Grauton sein, das darf keine Nuance heller oder dunkler sein, also das gibt es auch. Ich bin da eher pflegeleicht, ich stelle mir das rein, was mir gefällt. Auch wenn es jetzt vielleicht farblich nicht ganz genau passt, aber ja, ich bin da eh easy peasy. So, dann habe ich euch noch eine mitgebracht, dass ihr das mal seht. Die hier ist unsere Succulent. Das ist unser Deko-Wunder, sage ich immer. Erkläre ich euch gleich. Ich wollte euch nur mal zeigen, die hat jetzt zum Beispiel eine Wärmeplatte. Die leuchtet auch nicht, ergo, weil kein Glühbirnler und kein Lichtler drin ist. Funktioniert aber genauso. Hier erwärmt praktisch die Wärmeplatte das Schälchen mit dem Wachs. Ja. Da gibt es auch ein paar, für die, die sagen, ach Mensch, mir ist es egal, ob die leuchtet. Man muss das auch nicht gleich erkennen, dass das eine Lampe ist. Mir reicht eigentlich, wenn es gut duftet, ne, und ich die schön in meine Wohnungsdeko da rein, integrieren kann. Da brauche ich nicht unbedingt ein Mods Licht und ein Mods Bling Bling. Ja, für diejenigen gibt es auch die Lampen mit Wärmeplatte. Ja, da hinten seht ihr zum Beispiel, ja, das ist der An- und Ausschalter. Das haben übrigens alle. Habe ich jetzt ganz vergessen zu zeigen, aber gut, ist ja ganz klar, ne? Und hier ist so eine Kontrollleuchte. Also dort dran sieht man dann, ob die Lampe an ist oder ob sie aus ist. Das ist aber auch da das Einzige, was da leuchtet. Ja, warum Deko-Wunder? Wollt ihr euch auch noch erzählen? Und zwar sind diese ganzen Elemente hier, die sind alle locker, lose. Ja, die Blümchen da und dann sind da so Steine drin. Und das kann man alles sich so hier dekorieren, wie man das selber haben will. Und so eine Lampe ist zum Beispiel, man kann die auch als Jahreszeitenlampe nehmen. Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr das? Es gibt ja für Kinder gibt es ja so Jahreszeitentische, ne? Wo man im Herbst dann schön Blätterzeug und Kastanien drauf macht oder im Frühling dann Blumen und Ostersachen. Und so kann man diese Lampe sich selber auch dekorieren. Ne? Man kann dann zu Weihnachten kann man ein bisschen so weihnachtlich was reinmachen. Strohsternle, Nikoläuse oder. Zu Ostern dann ein bisschen Ostereier oder Halloween-mäßig kann man sie dekorieren, ne? Kann man so kleine Kürbisse reinmachen. Also das finde ich auch total cool. Eine Lampe kann man das ganze Jahr über dekorieren, wie man es haben will und wie man es braucht. So, jetzt stelle ich sie mal wieder hier, die ist nämlich ganz schön schwer. Die ist ganz schön schwer. Ja, da gibt es auch Unterschiede, wie unsere Glisten hier, die ist total leicht. Die ist ganz, ganz leicht, aber die Succulenta, die ist schwer. Wahrscheinlich, vielleicht, wegen der Wärmeplatte. Wahrscheinlich ist da mehr Elektronik unten drunter. Genau, das habe ich euch ja schon gesagt, was mit der Elektronik ist. Ne? Wenn es sollte es einmal so sein, ihr wisst ja, wie das ist. Es kann immer mal was sein. Aber das ist auch gar kein Problem. Wie gesagt, lebenslange Garantie. Einfach an eure Sensi-Beraterin wenden, bei der ihr das gekauft habt, und dann geht es seiner Wege. Also ganz, ganz problemlos, weil wir haben nämlich den besten Kundendienst weltweit. Weltweit.
das muss man wirklich sagen. Und dann gibt es noch was, was ich euch zeigen möchte. Und zwar gibt es unsere Mini-Duftlampen. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe gar keinen Platz für so eine Riesenlampe. Ich wüsste gar nicht, wo ich es hinstellen soll. Oder ich wohne vielleicht in einem WG-Zimmer oder wie auch immer. Ja? Oder ich will einen kleinen Raum beduften. Da muss man natürlich auch ein bisschen Unterschiede machen. Die großen Lampen sind natürlich auch besser geeignet für größere Räume und die kleinen Lampen für kleinere Räume. Also ich bin eine ehrliche Haut, ich sage euch das ganz ehrlich, so eine kleine Mini-Duftlampe wird euch nicht 40, 50 Quadratmeter großen Wohn-, Koch-, Essbereich komplett alleine beduften. Das geht auch gar nicht, ne? Weil die hat gar nicht so viele Kapazitäten. Ne? Ach ja, weil wir gerade dabei sind. In die großen Lampen, da zeige ich euch einen Trick, da hat jede Lampe auf der Rückseite, na, bei euch ist das jetzt spiegelverkehrt, glaube ich, da steht immer eine Zahl, da steht jetzt 4. Ne? Also da empfiehlt Sensi, oder was heißt empfiehlt, da können bis zu 4 Würfel rein, da passen bis zu 4 Würfel rein. 4 Würfel sind natürlich schon ordentlich, das haben wir beim letzten Video schon gelernt. Ne? Also ich fange immer mit 2 Würfel an, wenn ich dann merke, gut, okay, es können halt nur bisschen mehr sei, dann schmeiße ich nur mal einen halben Würfel oder einen kompletten Würfel nach. Es ist immer leichter, Würfel nachzuschmeißen, wie wenn man dann schon zu viel drin hat und es schlecht anfasst. Ne? Also das ist nur ein Richtwert, wie viel in diese Schale reinpassen kann. Ja, was steht jetzt da? Steht wahrscheinlich auch 4. Steht auch 4, genau. Ja, also das ist nur für Sensi so ein Hinweis, okay, 4 Würfel, dann wird es ein wenig voll. Ja. Und bei den kleinen Duftlampen empfehle ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, da empfehle ich immer einen Würfel bloß. Man kann zwar 2 Würfel reinmachen, aber dann ist die Lampe sehr, sehr voll. Und dann, wenn man natürlich ein bisschen no-hutzt, ne, sagen wir da in Neustadt oder Winzer, no-hutzt, hinrempelt, hinkommt, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass das Wachs überläuft. Passieren tut ja nichts, haben wir ja schon gelernt. Es verbrennt auch nicht die Hütten oder sonst was. Aber es macht halt trotzdem eine Sauerei. Ne? Das Wachs läuft dann da schön am Schirm runter und kann auch die Wand runterlaufen. Eine Sauerei ist es schon, das muss nicht sein. Ne? Das ist halt, wenn man einen Würfel drin hat, hat man da halt nur ein bisschen Spielraum. Außer man passt ganz, 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 ganz gut auf. Hat am besten keine Kinder oder keinen Mann daheim. Bei uns ist es so, ich habe immer einen im Schlafzimmer, da ist dann gleich der Lichtschalter dahinter. Also ich habe mir das schon angewöhnt, dass ich einfach hinter die Lampe lang und den Lichtschalter betätige. Aber mein Mann, der hat es nach 3 Jahren immer noch nicht geschnackelt. Und darum kommt bei mir da im Schlafzimmer gar kein Wachs rein. Im Schlafzimmer habe ich was anderes Duftendes, aber das zeige ich euch in meinem separaten Video. Also, funktionieren tun die ganz genauso wie die großen, haben auch ein Glühbirnchen drin. Das ist jetzt eine Glaslampe, gibt noch welche aus Keramik. Funktioniert aber genauso, bloß das Gewinde ist ein bisschen anders. Das dreht man einfach da so drauf, zack, 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 und steckt es direkt rein in die Steckdose. Ja, wenn man jetzt Steckdosen hat, wo die Löcher untereinander sind, statt nebeneinander, hat Sensi sich auch was einfallen lassen, und zwar gibt es da diesen Knopf, den drückt man einmal und dann kann man das drehen. Somit ist es passend für jede Steckdose. Steckt man einfach rein und schaltet es an und dann leuchtet es auch. Leuchtet jetzt natürlich nicht, weil ich keine Steckdose bin. Ja, da gibt es auch ganz, 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 ganz viele verschiedene. Von schlicht bis bling, bling, Glitzer übersät. Also für jeden Einrichtungsstil ist da was dabei. Jetzt gebe ich euch noch einen Tipp oder kurze Info, noch einmal zum Wachs zurückzukommen. Wir haben ja schon gelernt, dass das Wachs in der Lampe flüssig wird. Jetzt ist es so, wenn ihr die Lampe wieder ausschaltet, wird das Wachs wieder fest. Na? Warum sage ich das so explizit? Es gibt wirklich Leute, und das meine ich gar nicht böse, ja? Wer da noch nie was damit zu tun gehabt hat, man kann ja schließlich auch nicht alles wissen. Dieses Wachs wird von der Menge her in der Lampe niemals weniger. Ja, niemals weniger, weil es verbrennt ja nichts, da verdunstet nichts, da verschwindet nichts irgendwohin durch Zauberhand. Nein, die Menge von dem Wachs bleibt immer gleich.
Ja, meine Mama hat zum Beispiel fast ein halbes Jahr darauf gewartet, bis das Wachs einmal weniger wird. Und ich habe mich gewundert, warum der ihr Wachs so lang langt. Ich meine, unser Wachs ist sehr ergiebig, ja, aber ein halbes Jahr, na, also ein halbes Jahr schafft nicht einmal unser Wachs. Ja. Und sie hat praktisch immer darauf gewartet, dass das Wachs weniger wird. Wird es aber nicht. Es hört einfach irgendwann einmal das Duften auf, ist ganz klar, und dann macht man es raus. Wie macht man es raus? Man kann das Schälchen nehmen und kann es ganz einfach in Restmüll reinkippen. Kann man machen. Mache ich nicht. Ich mache es entweder so, dass ich ein paar Wattepads nehme und das einfach reinlege und das dann aufsaugen lasse. Wenn dann ein bisschen Rückstände noch sind, dann kann man mal mit einem feuchten Tuch, kann man da mal kurz durchwischen und dann ist es wieder einsatzfähig. Ja? Man kann es auch im festen Zustand, wenn man es fest werden lässt, mit einem Löffel ein bisschen so außen rumfahren und das dann so rauskneppen. Das geht auch. Ja? Und macht mir bitte nicht den Fehler, dass ihr in ein Wachs, was so langsam an Duftintensität verliert, dass ihr da einfach ein frisches nachlegt. Ja, machen auch viele, denken viele, sie sparen sich da damit was. Das Gegenteil ist aber eigentlich der Fall. Es riecht vielleicht 1, 2 Stunden dann ein bisschen intensiver, aber dann vermischt sich das neue Wachs mit dem alten Wachs und dann hat man wieder ja, nichts Gescheites mehr. Also wenn ihr merkt, es duftet nicht mehr, raus mit dem alten und ein neues rein. Ja? Ich würde euch auch empfehlen, am Anfang wenigstens einmal so 3 verschiedene Düfte vielleicht zu haben, weil man sich natürlich auch an den Duft gewöhnt selber. Ihr kennt es vielleicht, ne? Wenn ihr immer das gleiche Parfüm habt, selber riecht es nimmer, ja? Dann meint man, man muss 5 Spritzer mehr drauf tun und der Nächste, der am entgegenkommt, der sagt, boah, leck, ey, du bist ja einparfümiert, wie du riechst ja wie eine ganze Drogerie, ne? Das ist einfach, weil die Nase sich dran gewöhnt. Da gibt es auch einen Fachausdruck dafür, den vergesse ich aber immer. Ich sag jetzt einmal Nasenblindheit, ne? Deswegen vielleicht gleich ein paar mehr Düfte, vielleicht zum Anfang einmal 3 verschiedene. Ja, gibt es auch ein Sparangebot. Eine Lampe und 3 Düfte sind bei uns immer ein Sparangebot. So zum Einstieg reicht es einmal. Und dann, wenn man begeistert ist, und das sind eigentlich 99,9%, dann kommen schon von ganz langsam mal noch mehr verschiedene Düfte und so weiter. Ja. Aber das ist wirklich so, wenn man immer den gleichen Duft. Ja, mit dem Waschmittel das gleiche, Weichspüle, wenn man da immer das gleiche hat. Die anderen sagen, Mensch, du riechst immer so, das riecht immer so gut, so frisch gewaschen und deine Wäsche und wenn man bei dir reinkommt oder ne, irgendwie, oder ein Febreze-Spray auf dem Sofa, die Gäste, die sagen, ach, das riecht so frisch und du denkst, ich weiß nicht, ich rieche das gar nicht mehr. Ne? Und so ist es hier natürlich auch. Drum, ein bisschen, immer ein bisschen wechseln. So, ich glaube, das war's für heute mal. Wenn ihr natürlich Fragen habt, dürft ihr furchtbar gerne fragen, ihr dürft da drunter kommentieren. Ihr dürft mich auch privat, naja, jetzt bin ich schon mit dem Kopf wieder im Facebook Live, aber das ist egal. Ja, ihr wisst, wo ihr mich findet. Bei Fragen stehe ich euch natürlich Rede und Antwort. Dann wünsche ich euch einen schönen Montag noch und wir hören und sehen uns. Ciao, ciao!